Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen, Jule am Start. Und willkommen zur 5. Folge zum Scorpion G, zum Advanced Gameplay, mittlerweile Halbzeit. Und wir haben eine erfreuliche Nachricht, wir haben die dreistellige Zahl der Abonnentenzahl geknackt. 100 Abonnenten auf diesem Channel, zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme. Falls sich wieder einer deabonniert hat. Zumindest stand jetzt sind wir über 100 Abonnenten. Was mich sehr freut, Dankeschön an alle, die bisher fleißig auf den Abo-Knopf gedrückt haben. Ich freue mich sehr. Und an die ganzen netten Kommentare, die in letzter Zeit immer zu den Videos zu mir zugekommen lassen wurden, geschrieben wurden. Das war jetzt weird, egal. Ich lese sie mir auch immer fleißig durch. Also, falls euch was auf den Herzen liegt, ihr Verbesserungsvorschläge habt oder vielleicht den anderen Tank-Request. Ich habe auch schon gelesen, ne? Zum Gamma-Grind E7 Objekt 140 wurde sich gewünscht. Ich versuche sowas immer mit einzubinden und das zu verwirklichen, sobald es, insofern es denn möglich ist, aber in der Regel sollte das kein Problem sein. Ich habe auch diesen Panzer hier nicht vergessen, die Badger 25 Tonnen. Dazu wird es noch ein Video geben, was ich plane, auch ein bisschen aufwendiger zu gestalten. Allerdings habe ich halt keine Replays mehr, weil die mit dem Patch alle über den Jordan geworfen wurden, auch schon vor dem großen Patch. Da gab es scheinbar noch irgendeinen Micro-Patch, den ich nicht mitbekommen habe, wo es dann meine ganzen Replays leider zerschossen hat. Das ist ein bisschen belastend gewesen. Deswegen muss ich in ferner Zukunft, beziehungsweise in naher Zukunft, nicht ferner Zukunft, nochmal eine Session machen. Oder ich mache es so, dass ich Live-Gameplay mache und das dann mir zurechtschneide und nur die interessanten Runden rausnehme. Weil, naja, 3 Fail-Runden mit 800 Damage oder sowas, sollte, wird zwar nicht, es sollte eigentlich nicht passieren, aber kann ja sein. Das ist jetzt auch für eine einzelne Tankvorstellung, wie ich es zumindest plane, nicht sehr ja, von Vorteil. Deswegen, entweder muss ich gucken, dass ich noch eine Session mache oder wir machen das als Live-Gameplay, aber dann geschnitten quasi. Mit den, ich sag mal, interessanten Runden und nicht mit dem Schmutz. Das behandle ich ja in der Reihe zum Scorpion G. Behandle ich es ja so, während ich noch rede, könnten wir auch mal eben kurz noch das Equipment umbauen. Behandelt es ja so, dass ich das Gameplay nicht schneide, weil ich eine realistische bzw. eine nicht verzerrte Statistik haben will von 30 Runden. Das ist ja das, das ist noch so diese Idee dahinter. Und das dann auch mit mehreren Tanks in der Liste vergleichen will, wie ich so den einen oder anderen Tank fahre. Deshalb mache ich das Ganze auch. Einerseits natürlich, um euch den Tank vorzustellen, aber auch um selber einfach ein bisschen zu vergleichen, wie denn das auf den einzelnen Tanks so aussieht, ob man da vielleicht auch ein, zwei Überraschungen hat, einfach so just for the lulz quasi. So, ich habe es auch endlich mal gefunden, nach meinen panischen Herumklicken. Die erbeutete Zielführung brauchen wir, glaube ich, auch in beiden Setups. Ich sollte das vielleicht lassen, in dem die erbeutete Zielführung genau aus diesem Panzer auszubauen, den ich für die Aufnahmen benutze. Ist vielleicht nicht das Schlauste, was man machen kann. Aber ja, wir können nebenbei noch ein bisschen labern, was mir denn noch so einfällt. Währenddessen sind wir auf Minen. Was ich noch sagen muss, ich habe Prokhorovka wieder mit im Map-Pool drin, weil ich den 60 DP halt nur jede Woche halt eigentlich nur zur Aufnahme fahre und in den Streams fahre ich ihn halt nicht, weil wir den halt in der Aufnahme grinden, logischerweise. Also das werde ich dann auch so handhaben, dass ich den Offstream auch nicht fahren werde, sondern das rein nur in den Aufnahmen mache. Einfach, damit ihr halt jedes Gefecht nacheinander sehen könnt und nicht auf einmal wir bei 90,4 dann auf einmal bei 93% sind. Das ist dann auch irgendwie am Thema vorbei. Da kann ich die Videos eigentlich auch nicht machen. Wäre dann auch Käse. So, und ich sollte vielleicht nicht so viel rumlabern, weil sonst mache ich wieder Quatsch. Weiß schon wieder nicht, wo ich hin wollte. Wir sind auf Minen im Süden gespawnt. Das ist natürlich nicht das Geilste, was man haben kann, aber wird schon irgendwie klappen. Tja, dann hätte ich am Anfang nicht so viel rumgelabert, hätte ich mir den Schuss jetzt auch sparen können. Naja. Ja, so ein Abo-Special oder sowas. Ich weiß nicht, macht man das überhaupt noch? Ich glaube, für 100 Abonnenten erst recht nicht. Das weiß ich. Das war ein Sweet Shot.
Und selbst wenn, fällt mir auch nichts so wirklich ein. Für Vorschläge wäre ich natürlich offen, aber ich glaube, so wirklich Interesse daran habe ich auch nicht so wirklich, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, ich verlege mal rüber. Hoffe, das klappt und ich gehe es nicht auf. Riskant, was ich jetzt hier mache, aber ja. Ich würde schon ganz gerne rüberfahren. Okay, nur ein Schuss kassiert, ist okay. Ich will dann nämlich eigentlich bei den Heavys mit in die Mitte. Oh, hallo. Die Mitte löten. Oh, ich bin noch offen, okay. Oh, der hat einfach blind hingeschossen. Das heißt, der T69 muss eigentlich da im Busch stehen. Ja. Der könnte reingegangen sein. Wenn er da steht, dann. Hat der auf jeden, müsste der auf jeden Fall getroffen haben. Ich hoffe es zumindest. Mal hier rechts biegen. Oh, biegen. Sweet Shot. Der war sehr lecker. Hier könnten wir sogar anspottet. Ne, können wir nicht. Da ich aber nicht aufgegangen bin, steht er da auch nicht mehr. Wir haben ihn leider auch nicht getroffen, schade. Oder wenn wir ihn getroffen haben, haben wir ihn nicht gepennt. Den guten T69. Also ich würde glaube irgendwas sagen, ich habe den Faden jetzt verloren. Naja. Ich glaube zum Abo-Special, ne? Ja, wie gesagt, für Vorschläge wäre ich offen, aber ich glaube nicht, dass ich das umsetzen werde. Außer vielleicht ein Panzervorschlag oder weil ich eigentlich eh plane. Zumindest die Tanks, die ich besitze, zumindest vorzustellen. Aber ich hab schon wieder vergessen, dass es ein Autoloader ist. Das war jetzt vielleicht nicht so smart, ist, den Trade. Ich meine, war immer noch one for one, aber meine ganzen AP donaten wollte ich eigentlich auch nicht. Wobei die Runde eigentlich eh gleich vorbei ist. Deswegen müssen wir eigentlich mal ein bisschen aggressiver spielen. Wäre cool, wenn der HWK, ja. Kann zwar sein, dass wir jetzt bei dem Peak drauf gehen, aber irgendwie die Runde ist halt auch gleich wieder over, ne? Oder ich warte noch, bis die TDs aufgehen. Ah ja, zu Budget plane ich halt ein etwas aufwendigeres Video. Das hätte man leichter gesagt als getan. Ideen an sich habe ich eigentlich ganz viele. Meiner Meinung nach auch coole. Meistens scheitert es an der Umsetzung. Ich glaube auch irgendwie, dass der E75 da gleich wieder vorfährt. Der T69 kann mich halt auch löschen, deswegen stelle ich mich erstmal ein bisschen passiver hin. Und ja, ich bin immer noch etwas erkältet. Deswegen nicht wundern, falls ich etwas dumpf klinge. Mich das eine oder andere Mal räuspere. Ja, der T69 da nervt hart. Wäre auch cool, wenn unser 1150 Full AP HWK30 vielleicht mal die W-Taste finden würde. Es wäre äußerst geil. Ja, gesagt, getan. Sehr schön. Gott sei Dank, er hat den Schuss nicht reingesnippt. Weil ich auch noch ein bisschen Schiss vor der Arti habe. Das wäre äußerst geil, wenn du den T-69 rausnehmen würdest, HWK. Ich wäre dir sehr verbunden. Dankeschön. Die Arti-Shell hat er sich auch noch gefangen, sehr gut. Muss ich die mir nicht tanken? Arti steht auch hinten auf A1 im Loch, da können wir nicht viel gegen machen. Ich bleibe jetzt hier einfach erstmal, weiß ich, blind schießen könnten wir vielleicht machen. Weil ich wieder mein Glück kenne, wenn ich schieße, dann gehe ich die Senden auf.
Das Kopf müsste irgendwie da links neben dem Stein stehen. Ah, hätte ich sogar blind schießen können, hat sogar getroffen. Aber gut, dass ich gewartet habe, da habe ich nochmal eine bessere Umrandung bekommen. Ach komm, ich warte einfach. Saladin jodelt nach vorne, da kann sein, dass das Goblin gleich aufgeht. Jawohl. Nochmal ein Trackshot. Jawohl, nochmal ein bisschen Trackdamage, sehr schön. Da war das eine solide Einstiegsrunde in diese Folge. Das freut mich. Ja, das Goblin läuft aktuell sehr gut. Mag den Panzer auch sehr gerne. Deshalb stelle ich ihn auch vor. Das ist auch eines der Gründe, warum ich die Badger als erstes nehme. Badger 25 Tonnen war nämlich mein allererster 10er, den ich gegrindet habe. Post-Modem gesehen war das vielleicht keine gute Idee, aber hey, ich mochte Autoloader damals. Und Badger war damals ja noch geiler eigentlich, weil es erstens weniger Autoloader gab und generell die Tanks alle ein bisschen schlechter waren. Wobei ich nicht finde, dass die Badger jetzt schlecht ist. Sie ist halt nur manchmal ein bisschen nervig, könnte man eher sagen, wegen dem Gunhandling. Das ist eigentlich das Einzige, was ich an dem Tank auszusetzen habe. Das Gunhandling und die Munition. Ein bisschen Plus gemacht. Sind Dritter an Schaden, gute Runde, 2 auch Damage, 5 Lord Spot. Kann gerne so weitergehen. Ja, und die Munition bei der Badger. Badger 25 Tonnen hat nur 30 Schuss und das ist... Ja. Ich weiß, die Runden gehen eigentlich nur 4 Minuten, aber wenn du halt mal in eine Carry-Situation kommen solltest, dann bericht dir das ein oder andere Mal tatsächlich das Genick. Vor allem, wenn du auch ein paar Blindshots machst, was du in den Tank echt lassen solltest, weil du keine Munition hast. Ist leider so. Bist du halt teilweise tatsächlich hart eingeschränkt. Beziehungsweise beschränkt. Das wäre in Zukunft, wenn die Badger gebufft werden sollte. Was ich eigentlich gehofft hätte, dass das schon in diesem Patch passiert wäre, weil die Badger war ja mal am Anfang in diesem Jahresvideo, glaube ich, angekündigt. Zumindest bei der Buffliste. War das, meine ich, sogar der erste Tank, der ganz vorne im Video zu sehen war? Leider ist dazu immer noch nichts gekommen. Also zum Badger-Buff. Finde ich ein bisschen schade. Man könnte der Badger ruhig so 10 Schuss mehr Munition, also 2 Clips mehr Muni geben. Und halt ein bisschen das Gunhandling während der Fahrt verbessern. Das wäre schön. Das wäre ein Buff, wo ich mich sehr drüber freuen würde. Ich spiele die Badger zwar immer noch ganz gerne mal ab und zu. Aber wenn das der Fall wäre, dass sie so gebufft wäre, wie ich es mir wünschen würde, ja, würden die Gefechte sehr hart zunehmen, sage ich mal. Aktuell ist es mehr so. Na, TVP spiele ich zwar auch ganz gerne mal. Problem, was ich nur beim TVP habe, ist, dass der nicht so gut spotten kann. Das ist halt. Ich vergleiche die Badger immer so mit so einer Art Maxi-Burrasque quasi. So ein Burrasque mit 5 Schuss. So ungefähr spiele ich die Badger auch. So als Medium Light. Und ich mag halt diesen Gedanken, Medium Light, also diesen Spielstil mag ich halt sehr gerne. Ich mag Kunze Panzer, ist einer meiner Lieblingsneuner. Der spielt sich auch sehr ähnlich, nur halt ohne Autoloader. Und Badger 25 Tonnen reiht sich da halt auch so ein. Die kann man auch sehr gut als Light spielen. Was ich halt sehr geil finde, so Mediums mit gutem Tarnwert, guter Sichtweite. Und so ein bisschen sneaky spielen kann. So, die Position, die ich hier spiele, ist auch, die kann man eigentlich mit einer guten Gun ganz gut spielen. Um mal hier zum Scoping wieder zurückzukommen, nachdem ich hier meinen Monolog über die Badger gehalten habe. Wenn man eine relativ gute Kanone hat, kann man da auf den Hügel ballern und so wie sich das Team hier aufverteilt, kann man auch wieder dadurch die Base zurück. Man sollte es nur früh genug checken, weil wenn die Gegner dastehen, wird es schwierig, wieder hier wegzufahren. Und so Kollegen wie der Patriot, die da nach vorne fahren, kann man auch wunderbar abfarmen. Free Damage. Wirkungstreffer. Gegner brennt. Oh, wir haben ihn sogar angezündet. Das ist sehr nice.
Weiß nicht, ob er jetzt komplett abbrennt. Okay, er ist weggefahren. Schade, dass er irgendwie nicht nochmal spotten kann. Ah, er hat auf jeden Fall noch ein bisschen gebrannt. Er wurde mir nämlich mit Hälfte der HP angezeigt. Das heißt, er hatte keinen Feuerlöscher. Und er wurde jetzt auch gelöscht, quasi. Ja, wenn dann mal die Kanone nicht im Stich lässt und die mit der Shell Velocity man einigermaßen gut klarkommt, ist der Scorpion halt echt eine Macht. Vergleichst halt immer wieder mit so einem. Dafür kann ich gar jetzt nichts, aber RNG ist war da. Das war da 10 von 10. Vergleichst halt immer mit so einer Art Leopard. Nur, dass der Panzer keinen Tarnwert hat. Das ist halt so das einzigste Manko, womit man irgendwie klarkommen muss. Beim Scorpion. Aber wenn man das hinkriegt, dann ist das echt mit 490 Alpha auf Tierstufe 8, das ist halt echt eine Macht. Diese Kellen, das kloppt halt rein. Mit so einer Genauigkeit, generell genaue Kanonen, die fett reinhauen, das ist immer geil. Das ist immer sehr satisfying, befriedigendes Gefühl. Wenn die Schelle reinfliegt. Und das immer noch so, mit so einer Zuverlässigkeit. Könnt ihr da jetzt blindshotten, aber weiß nicht, wenn ich aufgehe, ob mir dann nicht der Projektor in den Arsch lötet. Der Borask wird gleich nach vorne jodeln. Ich habe vielleicht so ein bisschen Hoffnung, dass da am Stein einer aufgeht. Da steht immer ganz gerne einer. Ne, halt, welcher Stein war denn das? Okay, der Streuwagen stand da ganz oben drauf. Das ist eine wilde Position. Da ich jetzt aber nicht aufgegangen bin, müsste der HWK da nicht mehr stehen. Gerade nämlich mal ein Stück aus dem Busch rausgefahren. Ah, da steht er, okay. Schade. Leider nur gekrittet. Progetto kann mich nicht treffen hier. Bin ich out of render für ihn. Heimelzeit kriegen wir nicht rein. Wieso WTs noch anspottet? Und der Udis. Der Udis hat auch schon einen Kill, das heißt, er. Ja, ich sag ja, irgendwer steht da am Stein. Da steht immer einer. So, der Stein, den ich vor uns meinte, wo ich ihn geaimt habe. So der Standard-TD-Stein. Kann man auch mal hinten blinden in den Busch da, da steht eigentlich immer einer. So, die sind jetzt auch unten am Dingens durch, am Hügel. Deswegen werde ich mich vielleicht sogar, da der Reimelteil eh gleich tot ist. Oh, und nevermind, da steht noch eine ISO. Die würde ich natürlich gerne schießen. Ja, hat sich der Stein davor. Oh, unlucky. Oh, das wäre Free Damage gewesen. Schade. Ja, vielleicht noch ein Killshot. Ja. Der Ude ist noch. Der steht da auch sehr schön. Ah, lecker. Das schmeckt. Aber ohne schöne Runde. Progetto. Oh, alle wie auf dem Präsentierteller. Das ist Schlag auf dem Land für den Panzer. Gibt nichts Geileres, als die ganze Zeit im Dauerfeuer mit dem Teil zu sein. So, Progetto, was hast du? Oh, hallo. Müsste mal ein Stück zurückfahren. Er hat seinen Stein gefunden. Okay, was mit denen? Nevermind. Wenn man voll einnimmt mit dem Teil, dann trifft man auch. Es ist schon geil. Ich sollte mal wieder eine Scorpion-Session machen, so 30 Runden am Stück. Einfach mal nur Scorpion ballern. Ich glaube, das werde ich dann in naher Zukunft auch nochmal machen. So eine Credit Farm Session. Genaue Kanonen sind halt immer noch geil.
geiler als wie so ein Skoda. Einfach nice. Nicht ein HP verloren. 3200 Schaden, das war ein Spot, das war eine schöne Runde. Ah, sind halt am Anfang ein bisschen rumgesniped. Team hat die Ecke gewonnen, sind dann halt vorgefahren. Haben ein bisschen rumgesniped. Die Lights in der Mitte waren tot, deswegen konnten wir da eigentlich machen, was wir wollen. Aber wir haben sogar noch einen Blindshot, nice. Ich weiß gar nicht mehr, auf was ich blind geschossen habe. Aber wir haben einen, das ist sehr, sehr schön. Die Credits noch gemacht. Und dann, wie viel Durchschnittsschaden haben wir jetzt? 3-2. Wäre schön, wenn wir das mit über 3K beenden würden. Ich hoffe, die letzte Runde wird auch noch so gut wie die zwei davor. Dann wäre das eine ausgezeichnete Folge gewesen. Dem erfreulichen Ereignis der Abonnentenzahl entsprechend auch. Quasi noch mit guter Leistung beendet. Das wäre natürlich sehr schön. Wir haben ein 9er Game auf Kloster. Da nehme ich tatsächlich mal keine Optik mit. Das ist jetzt nicht die geilste Karte, bin ich auch ehrlich. Unser Light fährt nicht rechts lang. Da kann ich es eigentlich schon gleich lassen, mich dahin zu stellen, weil da wird sowieso keiner spotten. Er fährt in die Heavy-Ecke. Halte ich jetzt nicht so viel von. Okay, er fährt doch nicht in die Ecke. Halte ich viel von. Dann fahren wir erstmal in die Mitte. Aber da rechts außen lang, wenn sowieso keiner pusht und keiner spottet. Da kann man sich zwar an den Arsch wund beleinden quasi mit Blindshots, aber wirklich sinnvoll ist es dann auch nicht. Gucken wir mal, ob er irgendwas in die Mitte eiert. Ich glaube, da liegt auch ein Baum, oder? Nee, sah nur so aus. Ich könnte mal ein gewagtes Manöver machen. Das wäre, sich da hinten reinzustellen, in der Hoffnung, ein, zwei TDs noch abzufahren. In der Base schimmeln. Bisschen riskant, weil es könnte auch sein, dass so ein CC auf die Idee kommt, mich einfach anzujodeln, wenn ich aufgehe. Deswegen, als wir hier aufgehen, sollten wir vielleicht auch darüber legen, überlegen, wieder wegzufahren. Das ist jetzt ein bisschen dreist, aber vielleicht wird man ja belohnt. Dreistigkeit siegt meistens. Oder wir gehen den Streuwagen erstmal auf den Sack, aber da müssten wir erstmal wieder ein Stück zurückfahren, weil hier ist noch so ein Kollege E75. Ja, der hat mich auch gespottet, scheiße. Jetzt wissen sie, dass wir hier sind. Jetzt verpisse ich mich erst recht. Streuselwagen würde ich aber trotzdem ganz gerne eine Schelle reinzwiebeln. Natürlich stehst du da mit HE. Das war jetzt unlucky. Damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet, dass sie so schon da vorne steht. Wow. Und eine HE vorgeladen hat. Das ist aber dein Gamershot. Gut. Noch beschissener kann eine Runde nicht starten. Ich hätte den trotzdem ganz gerne raus, eigentlich. Ah. Mein Gott, hätte ich mir nur die alleine gefangen, wäre es egal gewesen, aber die Su-Schuss, der sitzt halt immer noch. Mal eben 650 HP für nichts donated. Fand ich nicht so cool. Wir werden auch da außen die Linie verlieren. Deswegen stelle ich mich mal hier oben hin. Ich hoffe noch, bevor der E75 auf den Balkon ankommt, weil sonst könnte die Runde auch gleich vorbei sein. Komm, zieh, 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 zieh. Hier steht nämlich gleich im Balkon drin. Ich werde mal für den CC auch eine APCR vorladen. Hier stehen wir jetzt, glaube ich, ganz gut. Ich hoffe, den kann wer spotten. Achso, ne, er fährt gar nicht vor. Sollen die mal da an... Oh, hallo. Da mal anjodeln. Ich weiß nicht so ganz, wobei ich den Ambit jetzt helfen soll. Also,
aufzuschießen. Wenn er jetzt wegfährt, ist er natürlich nicht so eine wirklich eine Hilfe. Jetzt bin ich auch offen, das ist schlecht. Kann ich hier wegfahren? Ja, schwierig, ne? Der ging nicht durch. Kann ich hier kosten, ohne aufzugehen? Das glaube ich nicht. Ich glaube, ich muss hier stehen bleiben. KD-75 hat sich stoppen lassen. Zeigt sich leider nicht. Ich hoffe, der CC blendet mich jetzt nicht. Ist schon gut und glücklich. Ich ihn aber auch nicht rein, er fährt da nicht raus. Doch, er ist rausgefahren, aber ich sehe ihn irgendwie nicht. Kommt super Pershing. Der hat mich gesehen. Ich lebe gefährlich. Ein Stück weiter. Ich bin tot. Nein! Ich würde wenigstens noch den Einschuss machen. Ja, schade. 1,5 hätte ich ja wenigstens noch gerne gehabt. Ich vielleicht doch da hinstellen sollen. Man hat eigentlich noch oft in die Mitte schießen. Hat eigentlich gehofft, dass ich da irgendwie da. Es hat sich ja einer im Proxy-Spot gestellt, dass ich dann da mal reinfappen kann. Halt anspotte, weil da die Buschreihe dazwischen war. Hat aber irgendwie nicht so funktioniert, weil der CC halt keinen Weak-Spot hat. Oder zumindest die Oberwanne halt nicht pennbar ist. Zumindest nicht mit meiner Munition. Wäre vielleicht auch besser gewesen. Ich habe mich links hingestellt, hätte ich sollte in die Mitte schießen können, aber. Gut, ich hätte auch keine Buschreihe. Ja, egal. Jetzt ist egal. War halt leider eine etwas schlechtere Runde. Hätte ich gerne noch einen Schuss gehabt, wenigstens. 1100 ist dann eher doch wenig. Schade. Ich hätte gerne 3K gehabt. 2,5 ist zwar auch nicht schlecht, aber. Ja, die letzte Runde war leider ein bisschen reingeschissen. Egal. War trotzdem eine gute Session. Die zwei Runden davor waren dafür sehr gut. Muss man auch wieder sagen. Da ist eine Fail-Runde, beziehungsweise eher schlechte Runde auch ganz. Ist da noch vertretbar. Kann man sich auch. Darf man sich jetzt, denke ich, auch nicht beschweren. Und ja, dann danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann nächste Woche Sonntag wieder zum Scorpion und ja, in der Zwischenzeit vielleicht auch zum einem Bad-Chat-Video. Je nachdem, wann ich die Session mache, beziehungsweise wann ich das Material dafür zusammen habe und dieses Video erstellen kann quasi. Kommt wird es auf jeden Fall, geplant ist es. Davor, das wird auf jeden Fall das erste 10er-Video werden. Zumindest als in eine Art Review. Fernab vom Gunwalk Grand, logischerweise. Da haben wir ja schon den 60 TP. Das war jetzt das erste Vorstellungsvideo. Und ja, bis dahin, wieder schon reingauen, euer Jodel und tschüssi.